Aufkleber oder Warnhinweis, darum geht es heute. Den müssen ab sofort in Frankreich alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen haben. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, worum geht's bei diesem Aufkleber? Die Regierung in Frankreich hat beschlossen, dass alle schweren Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, und dazu gehören auch Wohnmobile, diesen Aufkleber haben müssen, und zwar links und rechts an ihrem Fahrzeug im vorderen Bereich und hinten am Heck. Es geht um einen Warnhinweis an Radfahrer, an Motorroller, Fußgänger, dass bei so großen Fahrzeugen ein toter Winkel entstehen kann und sie nicht zu sehen sind. Gerade wenn ein großes Fahrzeug oder großes Wohnmobil, LKW, rechts abbiegt, entsteht ein toter Winkel und dann können Radfahrer oder Fußgänger in Gefahr kommen. Und daher brauchen wir jetzt diesen Aufkleber. Ob das Ganze Sinn macht oder nicht, das ist hier nicht die Frage. Da können wir lange drüber streiten, wird sich aber nichts ändern. Wir müssen das Ding haben. Dieser Aufkleber muss auch an ausländischen Fahrzeugen dran sein. Wird teilweise bei Facebook oder auch in anderen Medien wird geschrieben, gilt nicht für ausländische Fahrzeuge. Das ist nicht richtig. Ich habe also nochmal nachgeschaut, ganz genau. Ich habe dann die französische Information übersetzt, habe auch beim ADAC nochmal geguckt. Also diesen Aufkleber brauchen auch ausländische Fahrzeuge. Ob das Ganze Sinn macht, ist eine andere Geschichte. Darum geht es nicht. Das können wir nicht irgendwo beeinflussen. Wir sind verpflichtet, so ein Ding anzubringen. Und sonst zahlen wir eine Strafe. Kann man auch schon nachlesen. Ich glaube, es sind 135 € in Frankreich, die man zahlt, wenn man so einen Aufkleber nicht dran hat. Natürlich verstehe ich, dass gerade bei Facebook haben viele geschrieben, was soll so ein Blödsinn, ist dummes Zeug. Nutzt alles nichts, können wir lange drüber streiten, ändert sich dadurch nicht, wir müssen so ein Ding haben. Jetzt gibt es ja so ein bisschen ein Problem, oder bei mir, ich habe genug Fläche, wo ich es anbringen kann, aber ich möchte mit so einem Ding nicht durch die Gegend fahren. Und von daher habe ich mich entschlossen, diesen Aufkleber auf ein Stück Kunststoff zu kleben und dann dieses Stück Kunststoff mit einem doppelseitigen Klebeband von 3M dann ans Fahrzeug anzubringen. Diese Tafel oder dieser Aufkleber kann ich dann wieder abnehmen, sodass ich nicht ewig mit dem Ding rumfahren muss. Das heißt, ich würde das anbringen, wenn ich nach Frankreich reinfahre, und wenn ich wieder rausfahre aus Frankreich, nehme ich die Tafel wieder ab. Schwierig wird es natürlich bei Fahrzeugen, ja, teilintegrierte Kastenwagen und so weiter. Dort findet sich nicht immer eine Fläche, gerade im vorderen Bereich, wo man so eine Tafel anbringen kann. Wie das vonstatten gehen soll, frage ich mich, weiß ich auch nicht, habe ich auch keine Lösung. Es gibt diese Aufkleber aber auch als Magnettafeln, sind dann etwas teurer, aber dann ist es natürlich etwas einfacher. Wer jetzt eine Metallkarosse hat, der kann dann mit einer Magnettafel arbeiten und die Aufkleber braucht man dann nicht. Dann nimmt man diese Magnettafel und klatscht man dann dran. Die kann man natürlich jederzeit wieder abnehmen. Hier geht es auch ganz genau um das Maß. Das ist angegeben mit 25 cm mal 17 cm müssen diese Aufkleber sein. Es gibt sie, ich habe es jetzt hier einmal bestellt, mit einem LKW drauf, gibt sie auch mit einem Omnibus drauf. Jetzt hat aber auch ein Werbetreibender einen Aufkleber hergestellt mit einem Wohnmobil drauf. Diese Aufkleber kann man sich dann dort bestellen. Dann hat man ein Wohnmobil drauf. Ob das wichtig oder unwichtig ist, weiß ich nicht, aber die Möglichkeit ist zumindest da. Anzubringen sind diese Aufkleber am Fahrzeug in einer Höhe zwischen 90 cm und 150 cm, jeweils rechts und links und im Heckbereich. Ich weiß nicht, ob das überall möglich ist, weiß auch nicht, wie man es dann machen soll. Gibt es auch noch keine Lösung, da muss man mal fragen. Oder vielleicht muss man sie dann nicht haben, diese Aufkleber, ich weiß es nicht. Es gibt für Wohnmobile eine einjährige Kulanz. Das heißt, wer schon Aufkleber hat, die jetzt nicht diese Form haben und nicht diese Größe haben, der darf ein Jahr damit noch fahren in Frankreich. Dann wird er nicht bestraft, wird nur verwarnt oder darauf hingewiesen und muss dann aber ab 2022 einen entsprechenden Aufkleber haben. Ja, bestellen könnt ihr diese Warnhinweise, diese Aufkleber oder auch Magnettafeln im Internet. Gibt es bei dem großen Versandhaus oder Versandhändler, den alle wahrscheinlich kennen. Dort habe ich sie gekriegt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei einem Werbetechnik
Firma, die zu bestellen. Ich werde unter dem Video im Text mal dort die einfügen, die Adresse, sodass ihr es da bestellen könnt. Diese Aufkleber hinten für die Rückseite, wenn man es ankleben will ans Wohnmobil oder dieses Klebeband, das von 3M. Ich suche das mal raus. Ich werde das auch versuchen, unter dem Video im Text dann da mit zu veröffentlichen, dass ihr seht, wo ihr sowas dann kriegt. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht berichten. Wollt euch nur darüber informieren, weil bei mir auch eine ganze Menge Fragen dazu angekommen sind. Wenn euch das ein bisschen gebracht hat, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.